Hallo und herzlich willkommen zurück im Futurium in Deutschlands spannendstem Haus der Zukunft. Mein Name ist Jochen Marquette und ich freue mich, am Samstagabend um kurz nach 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit, hier moderieren zu dürfen. Ich fühle mich ein bisschen wie Thomas Gottschalk oder wie Guido Kanz bei RTL. Der präsentiert dort gerade, falls es jemand vorher mitbekommen hat, in seinem Sender ein ganz neues Showkonzept. Es geht um KandidatInnen, die Wetten anbieten, und Prominente müssen vorher entscheiden, ob die Wetten machbar sind oder nicht. Total innovativ, was RTL da heute macht, aber Ironiemodus aus. Also ich bin sicher, Sie hier im Saal haben die bessere Entscheidung getroffen und sich heute Abend nicht vor die Glotze gehängt, sondern sind ins Futurium gekommen. Ganz Berlin begeht die lange Nacht der Wissenschaften und wir reden hier über das große und wichtige Thema Fake News. In der vorigen Stunde haben wir dazu einen Reporter-Slam gemacht. Und nachdem dabei das U wie Unterhaltung im Vordergrund stand, rücken wir jetzt das E wie Erkenntnisse in den Fokus. Wir diskutieren eine knappe Stunde lang die Frage, wie Desinformation die Zukunft gestaltet oder auch nicht. Und wir tun das zunächst hier vorne auf dem Podium und später öffnen wir dann auch gerne für Fragen aus dem Publikum. Ich freue mich über vier Gäste, die kompetente Antworten geben können. Zum einen die drei ReporterInnen aus unserem Slam vorhin, die freie Medizinjournalistin Nicola Kurt, die Faktencheckerin von Korrektiv Sarah Tust und der Taz-Reporter Sebastian Erb. Applaus für die drei erstmal. Und ich begrüße ein neues Gesicht auf der Bühne. Er ist der Leiter Zukunft des Journalismus am neu gegründeten Bonn-Institut für Journalismus und konstruktiven Dialog. Und er ist Direktor von Futur 1, einem Think Tank für innovative Ideen zur informierten Gesellschaft. Und es ist nicht nur ein Think Tank, sondern auch ein Do-Tank, habe ich gelesen, getreu dem Zitat von Karl Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Herzlich willkommen, Alex Sengerlaub. Alex Sengerlaub durfte vorhin in unserem Reporter-Slam noch gar nichts sagen, deshalb bekommt er jetzt den größten Redeanteil in unserer Podiumsdiskussion. Und er beginnt mit einem Input zur digitalen Informationsgesellschaft und zu der Frage, wie groß das Problem der Desinformation eigentlich ist. Vielleicht bauschen wir das Problem ja auch alle viel zu sehr auf, aber ich fürchte, ich kann schon mal spoilern, es ist doch ziemlich groß, Alex, oder? Ja, so, es ist nicht so klein, aber auch nicht so groß. Also beides ist richtig. Gucken wir mal vielleicht genauer rein. Die Utopie einer informierten Gesellschaft, was gehört dazu? Oder das sind die Dinge, mit denen wir uns bei Futur 1 beschäftigen. Das ist einerseits, dass wir eine Medienpolitik haben, die funktioniert, dass wir ein Mediensystem haben, wo überhaupt gute Quellen dabei sind. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel hilft, aber natürlich auch viele Lokalzeitungen. Es geht darum, dass wir einen funktionierenden Journalismus haben, der vielfältig ist, der faktentreu arbeitet, den die Menschen auch vertrauen und glauben wollen und möchten. Mhm. Es geht um die Plattformen. Also die Frage, was macht Social Media eigentlich? Welche Rolle spielen Facebook und Instagram und Co.? Und es geht um uns alle. Und da will ich heute mal ein bisschen reinschauen, nämlich um die vielleicht nachrichtenkompetenten Bürgerinnen und Bürger oder vielleicht nicht so nachrichtenkompetenten Bürgerinnen und Bürger. Es gibt ganz viele Studien, die fragen immer so schön, na, wie sieht's denn aus? Können Sie denn selber Fake News erkennen? Sehen Sie sich in der Lage, Fake News zu erkennen? Und dann sagen 74%, je nachdem, in welche Studie man reinguckt, ja, klappt prima, kriegen wir alles hin, wunderbar. So, 74%, das halten wir immer uns kurz im Kopf alles als Zahl fest. Und dann muss ich jetzt einen kleinen Umweg gehen, um anzukommen, wie es denn wirklich aussieht. Wir haben eine Studie veröffentlicht im letzten Jahr, haben über 4000 Menschen quasi Klassenarbeit schreiben lassen im Fach Medienkunde und haben diese 4000 Menschen eben Aufgaben gestellt und gesagt, Mensch, erkennst du eine Desinformation auf Facebook? Weißt du überhaupt, wo WhatsApp hingehört, in welches Unternehmen, wie die Algorithmen arbeiten und so weiter und so fort? Wer will, kann den auch selber machen, diesen Test. Unter www.der-newstest.de kann man quasi die eigene Nachrichtenkompetenz einmal ergründen. Und um es ein bisschen komplizierter noch zu machen, was muss man denn eigentlich alles wissen heute, um nachrichtenkompetent zu sein? Es ist nämlich gar nicht so wenig. Was passiert ist, ist, dass wir eben mit der Digitalisierung völlig anders uns informieren und eben Nachrichten konsumieren. Und wir haben so versucht, in diesen Test 5 große Skillsets reinzuhauen, was man jetzt alles wissen muss.
Und das allererste, das nennen wir die digitale Navigatorin. Die digitale Navigatorin, wenn ihr irgendwie auf Twitter unterwegs seid und dann diesem riesigen Strudel von Informationen drin seid, dann geht es darum rauszufinden, kann ich das schnell zuordnen? Ist es eine Information? Ist es ein Katzenvideo? Oder ist es irgendwie eine Desinformation? Was einem so begegnet? So, habe ich das einigermaßen hingekriegt? Kann ich überlegen, okay, jetzt brauche ich vielleicht, wenn mir das Spanisch vorkommt, so Fact-Checking-Skills, also eigentlich deine Skills, die du im Arbeitsalltag jeden Tag brauchst, rauszufinden, was hat es jetzt mit diesem weißen Haken im blauen Umfeld, wie er jetzt heißt, neuerdings, habe ich auch gelernt, was sagt er mir eigentlich und reicht das überhaupt als alleinige Aussage oder nicht? Möglichkeit zwei ist, es ist eine Information, dann springt die Journalistin an, die kann die Güte von Nachrichten beurteilen. Also ich muss selber wissen, wann ist denn eine Nachricht eigentlich vollständig? Was macht denn eine gute Nachricht aus? Da gibt es so im Journalismus die 7W-Fragen, kennt ihr wahrscheinlich irgendwie. Also wann, was, wer, wie, wann, wo und warum. Und dann kann ich mich entscheiden, das ist der Debatteur, mich entweder in den Diskurs einzubringen und zu sagen, hey, ich kenne mich irgendwie aus und leite das irgendwie weiter. Oder aber, ich habe es mir nicht angeguckt, aber sende es trotzdem an alle WhatsApp-Freunde. Also was man, glaube ich, so während der Corona-Pandemie auch gut erlebt hat, wenn dann irgendwie Verwandte und Bekannte komische Dinge weiterleiten, die sie sich vielleicht nicht mal vorher angeguckt haben. Und das Letzte, was ich brauche, ist die Kommunikationswissenschaftlerin. In diesem Skillset steckt drin, dass ich ungefähr weiß, welche Mechanismen stehen hinter Öffentlichkeiten. Also was ist, wie gesagt, ein Algorithmus? Welche Unternehmen gibt es da? Weiß ich, ob der Bundestag eigentlich darüber mitentscheidet, worüber der Öffentlich-Rechtliche berichtet? Oder lösen wir das hier irgendwie anders in der Demokratie? Und das alles funktioniert nicht ohne das letzte Skillset, den Citoyen. Da geht es um die ganzen Fragen, habe ich überhaupt Vertrauen in Medien oder Vertrauen in die Demokratie? Wir sehen, dass die Menschen, die kein Vertrauen haben in Medien und Demokratie, denen fällt es auch super schwer, überhaupt glaubhafte Informationen zu finden. Weil die natürlich irgendwie sagen, ja, ARD ist ja Lügenpresse, da gehe ich direkt zu RT Deutsch und gucke irgendwie da rein. Also das ist so die Schwierigkeit, mit der wir uns rumschlagen. Und das alles ist quasi Medienkompetenz im 21. Jahrhundert, wenn man so möchte, beziehungsweise der demokratierelevante Teil von Medienkompetenz. So, 74% haben wir uns gemerkt. Wie sieht es jetzt aus im Land? Das ist die Antwort. 22% haben eine hohe oder sehr hohe Nachrichtenkompetenz der Menschen. 33% landen so im Mittelfeld und 46% haben eigentlich keine Nachrichtenkompetenz. Also ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist eigentlich nicht in der Lage, sich einigermaßen gut von A nach B zu navigieren im Netz. Das ist im Schnitt konnte man 30 Punkte erreichen, das ist quasi die Hauptpunktzahl und also die Maximalpunktzahl und im Schnitt haben die Leute 13,3 von diesen Aufgaben lösen können. Was sind da so für Fragen drin? Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, weil das, glaube ich, ganz gut passt zu dem, was wir heute gemacht haben. Zum Beispiel Erkennen von Desinformationen. Haben wir ein Beispiel genommen aus Facebook mit einem Faktencheck von Korrektiv unten dran. Also es steht deutlich drunter, dies ist eine Fake News, erkennen aber trotzdem nur 59%. Also auch der Faktencheck hilft nicht sonderlich viel. 59% würde ich jetzt sagen, da geht noch was nach oben. Nimmt man den Faktencheck weg, wird es noch ein bisschen schlimmer. Dann fallen 43% drauf rein. Oder nee, umgekehrt, 43% erkennen es als falsche Information, der Rest eben nicht. So, jetzt kann ich so einzeln durch die verschiedenen Dinge mich durchklicken, zum Beispiel auch die Zahl. Die Frage, ob der Bundestag darüber mitentscheidet, worüber der Öffentlich-Rechtliche berichtet. 53% wussten, dass das nicht der Fall ist. Also der eine oder andere, der vielleicht Lügenpresse auf der Straße ruft, weiß es einfach nicht besser, weil die Medienbildung in diesem Land sehr unterirdisch ist. Aber da können wir sicherlich gleich drüber diskutieren. Und vielleicht nochmal die letzte Zahl, die ganz spannend ist. Sind die Jungen jetzt eigentlich medienkompetenter als die Alten? Weil das ist immer so eine Sache, die man hört. Und man könnte jetzt sagen, ja, die Jungen haben, sieht man jetzt nicht, 15 Punkte im Schnitt erreicht, 15,2. Die Älteren, die 70-Plus-Gruppe, kommt auf knapp 12. Aber alles ist weit weg von 30. Das ist eigentlich so die Take-Home-Message. Die Jungen haben eine Art technische Medienkompetenz, also die wissen, was ein Browser ist und können einen zweiten Tab im Browser öffnen, aber die wissen genauso wenig darüber, wie man eine gute Desinformation enttarnt. Long story short, viel zu tun im Bereich Desinformation, deswegen bisschen Licht, bisschen Schatten bei der Frage, wie gut steht es im Land beim Erkennen von Desinformation. Ja, vielen Dank, Alex, für diesen Input. Die Zahlen sind ja doch nicht so erfreulich und wenn wir in andere Länder schauen, macht uns das nicht unbedingt Hoffnung auf Besserung.
In den USA wurden ja schon oft Entwicklungen vorweggenommen, die uns dann etwas zeitversetzt auch erreicht haben. Und ihr habt auf eurer Futur 1 Website geschrieben, was es bedeutet, wenn Gesellschaften die gemeinsame Wissensbasis und die Fähigkeit, diese zu verhandeln, abhanden kommt. Das zeichnet sich in anderen westlichen Demokratien wie in den USA bereits deutlich ab. Wie kommt ihr zu dieser Einschätzung, also dass die USA wirklich keine gemeinsame Wissensbasis mehr haben? Amerika ist quasi so die Dystopie voraus. Es gibt ganz viele Indikatoren dafür, zum Beispiel Medienvertrauen. Wenn man irgendwie in die Zahlen von Pew Research Center schaut, dann haben Leute, die demokratisch wählen, haben so 35% der Leute noch Medienvertrauen, was schon relativ wenig ist für eine Demokratie. Leute, die republikanisch wählen, sind es 13%. Also es gibt kein Vertrauen weder von links noch von rechts in Medien. Warum ist jetzt die Wissensbasis abhandengekommen? Wo informieren sich die Leute? Wenn ich demokratisch wähle und vielleicht noch Medien vertraue, wie gesagt, gibt ja nicht mehr so viele, dann sind die Leute irgendwie bei CNN oder New York Times unterwegs. Wenn sie republikanisch wählen, dann gucken sie Fox News. Das gibt aber nicht so eine Art gemeinsamen Sender, wo man wie bei uns vielleicht in der ARD noch, egal was man wählt, mehr oder weniger zusammenkommt und verhandelt, wie sieht die Welt aus. Und nur wenn ich überhaupt gemeinsam an einem Ort beschreiben kann, was ist die Welt und beschreiben wir sie ungefähr ähnlich, kann ich also auch am Ende Lösungsansätze finden. Und deswegen müssen wir, glaube ich, eine Menge dafür tun, um nicht da anzukommen, wo die USA sind. Haben wir automatisch schon, weil wir zum Beispiel einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dem Menschen vertrauen in Deutschland. Mhm. So im Vergleich, die kommen auf 70% Vertrauen in Deutschland. Lokalzeitung kommen auf 69% Vertrauen. Also großer Unterschied zu dem, was in den USA passiert. Aber nevertheless gab es trotzdem genug Leute, die eben, haben wir ja eben auch gesehen, auf die Straße gegangen sind, die irgendwo falsch abgebogen sind, die irgendwie dann gegen Corona protestieren, weil sie vielleicht irgendwie sich auch falsch informiert haben. Wir wissen aus den Mitte-Studien von Andreas Zick, dass so ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel der Deutschen kein Medienvertrauen hat und kein Demokratievertrauen, was jetzt auch nicht wenig ist. Mhm. Okay, also zusammenfassend zur Einleitung können wir sagen, es sieht nicht so gut aus, aber dystopisch könnte es noch schlimmer sein und wir hoffen, dass es nicht so wird wie in den USA mit der fehlenden Wissensbasis. Ich will die Diskussion in drei Kapitel aufteilen. Zum einen, da sind wir schon mittendrin, Motive und Ausmaß von Fake News. Zweitens, besondere Herausforderungen, die uns noch bevorstehen. Und drittens, Lösungsmöglichkeiten. Wir wollen ja auch konstruktiv vorgehen, da arbeitet Alex ja auch für ein konstruktives Institut. Motive und Ausmaß von Fake News, Nicola, welche Motive haben die Menschen, deren medizinische Fakes ihr aufdeckt? Geht es da ums Geldverdienen? Sind das Ideologen? Sind das auch manchmal einfach nur Leute, denen langweilig ist? Wie nimmst du das wahr? Meistens geht es ums Geldverdienen. Ich habe da natürlich keine Studie gemacht, aber was wir so an Studien gemacht haben, an Geschichten gemacht haben, es geht um Geldverdienen, es geht um auch über lange Zeit. Ne? Also dass das so Modelle sind, die einfach immer wieder funktionieren, wenn du diese Seiten hast. Das Zweite ist tatsächlich, wie du es schon sagst, Ideologen. Also Leute, die bewusst Zweifel sehen wollen, weil sie mit dem, was sie da ja anbieten an Lösung für eine Krankheit, also die Heilung durch etwas, da hängt ja auch ganz viel dran. Also das sind dann, wenn wir auch so Veranstaltungen machen, sind immer so ein paar Menschen dabei, die noch mitschreiben. Und das sind dann so, die kommen aus dem anthroposophischen Bereich, das sind Menschen, die sich daran stören, dass wir halt eine evidenzbasierte Meinung von Homöopathie haben und das ist halt kritisch. Und da wird ganz viel so hintenrum gearbeitet. Und das sind dann auch so die, wo vorne dann nur draufsteht, ja, wir würden irgendwie bei Impfen mal nochmal 20 Mal besser aufklären und dann ist es so ganz komisch und dann am Ende ist aber so, lass es lieber sein. Mhm. Und das ist dann auch eine Fake News, die aber so ein bisschen unauffällig rüberkommt und das ist ganz oft so. Okay, also viel Geld verdienen, viel Ideologie. Ich hatte jetzt noch die These in den Raum gestellt, dass manchen auch einfach nur langweilig ist. Sebastian, du hast vorhin in Ansätzen über Giffey, Klitschko und das Fake-Gespräch gesprochen. Da kam ja jetzt raus, dass ein russisches Comedy-Duo dahinter steckt, aber ich glaube, es würde zu kurz greifen, wenn man jetzt nur sagt, die wollten einen unterhaltsamen Prank machen, oder? Nee, weil ich glaube, im Kontext von Russland und es gibt auch da Hinweise in dem konkreten Fall,
ist das nicht außerhalb eines politischen Debattenraums, irgendwie kann man das nicht verstehen, also sozusagen. Mhm. Und muss man, glaube ich, noch genauer schauen. Ich glaube, es gibt noch keine jetzt unabhängige Bestätigung, dass die es wirklich waren, bisher nur sagen eine Selbstbezichtigung, aber das kann ja auch wieder auf einer Metaebene sozusagen dann weitergespielt werden. Und vielleicht irgendwie könnte Böhmermann, wenn ich in der Sommerpause wäre, in der Woche behaupten, er habe diese Komiker engagiert, damit sie das machen. Und dann ist man ja in so einem Gebiet, wo man dann am Ende weiß man halt gar nicht mehr, was stimmt. Und das ist ja aber auch ein Teil, wie organisierte Desinformation funktioniert, dass es ja gar nicht darum geht, dass man jetzt eine bestimmte Sache glauben soll, die jetzt vielleicht durch von der russischen Regierung bezahlten Akteuren eben gestreut wird. Das Ziel ist ja einfach, so viel Informationen reinzuballern, damit die Leute irgendwann sagen, ich glaube jetzt gar nichts mehr. Ich glaube jetzt weder das in der Tagesschau, noch ich, das ist sozusagen so eine False Balance des Nichtglaubens. Und das hilft natürlich nicht, weil es gibt natürlich Sachen, es gibt wahrscheinlich keine absolute Wahrheit, aber es gibt schon Sachen, die irgendwie faktenbasiert da sind und andere, die es nicht sind. Und das ist ja ein großes Problem, das wir haben, dass es inzwischen viele Leute gibt, die nicht nur sagen, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, sondern auch denken, jeder hat das Recht auf eigene Fakten. Und solange das so ist und auch immer stärker wird, ist es halt total schwierig, weil da gibt es auch keine Lösung dafür eigentlich. Aber das ist schon der nächste Punkt. Den da ich genau, wir finden noch Lösungen. Aber Sarah, welche Motive nehmt ihr bei Korrektiv wahr, bei den Fake News? Du bist ja da schon länger als Faktencheckerin tätig. Und wie würdest du das Ausmaß beschreiben? Nimmst du da auch immer mehr steigende Fake News wahr? Also in der Menge ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Ich habe vorhin in meiner Präsentation den Begriff Kaninchenbau benutzt und das ist, glaube ich, auch einer der catchiest Begriffe aus der Branche einfach. Weil wenn man da einmal hinabsteigt, dann kennt das Ganze kein Ende. Und dadurch ist es sehr schwer zu sagen, ob es mehr oder weniger geworden ist, aber was ich eben auch bestätigen kann, ist, dass Menschen mit sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Interessen mitunter dahinter stehen. Also es gibt einerseits politische Akteure, zum Beispiel jetzt im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges, dass Botschaften, russische Botschaften unter anderem eben Fake News halt auch gestreut haben. Es gibt auf der anderen Seite eben auch die wirtschaftlichen Akteure, die wir auch beobachten, die dabei halt ein finanzielles Interesse verfolgen. Dazu kann ich zum Beispiel die Busunternehmer nennen, die Personen dann zu den Corona-Demos gekarrt haben und daran halt dann Geld verdient haben. Und es gibt aber eben auch Menschen, die davon wirklich fest überzeugt waren. Also ich hatte mich in der Präsentation ja vor allem auf die Eltern stehen auf konzentriert. Und bei denen ist es eben so, dass es halt eine sehr diverse Gruppe ist, zum Beispiel von tatsächlich einfach besorgten Eltern, die sich Gedanken machen, bis hin zu Verschwörungstheoretikern und Hardlinern, nenne ich es jetzt einfach mal. Du hast jetzt gesagt, das Ausmaß ist schwer einzuschätzen. Die Washington Post hat wohl mal über ihre Faktenchecker gesagt, es sei in etwa so, wie einen tropfenden Wasserhahn zu reparieren, während das ganze Gebäude schon in Flammen steht. Das klingt ja sehr dramatisch. Fühlst du dich auch manchmal so oder würdest du sagen, naja, wie Alex auch gesagt hat, so weit wie in den USA sind wir noch nicht? Wir sehen das, also ich sehe das aus einer starken Innenperspektive. Ich benutze oft das Bild von Sisyphos, der den Stein den Berg hochschiebt und dann fällt er wieder runter und dann schiebt er ihn wieder hoch. Und ungefähr so fühlt sich das eben an als Faktenchecker, weil man eben halt auch merkt, dass diese Community, mit der man da zu tun hat, sich ja eben auch anpasst. Das heißt, die Faktenchecks, die wir schreiben, die haben dann eben auch eine Wirkung und dann versuchen die Leute halt ihre Fake-Posts oder manipulierten Posts so durchzukriegen, dass wir sie eben nicht mit unseren Faktenchecks erwischen. Also zum Beispiel, wir checken halt keine Meinung. Wenn jemand sagt, das ist meine Meinung, dann ist das seine Meinung. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu checken. Okay. Darf ich was ergänzen? Ja, bitte. Ich würde schon sagen, dass in der Corona-Zeit das zugenommen hat, jedenfalls wenn man so auf unseren Bereich guckt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieses Virus einfach jeden Einzelnen auch betrifft. Vorher war es ja so, ich konnte dann sagen, okay,
ich finde Globulis gut und ich habe so mit der Schulmedizin jetzt nicht so viel am Hut, obwohl ich diesen Begriff nicht so gut finde, aber dann wird es, glaube ich, klarer. Das heißt, das waren einzelne Gruppen und das kann man dann diskutieren und wenn dann da eben auch Sachen passieren, die nicht in Ordnung sind, kann man darüber berichten. Und jetzt hast du Corona und alle haben, sie müssen Masken tragen und sich impfen lassen und so weiter. Also es ist einfach so ein Riesenthema und es hat sehr zugenommen, was diese ganzen Fake News anbelangt. Und was eben auch noch dazu kommt, ist, dass ich glaube schon, dass das auch dann dadurch diese Teilung in der Gesellschaft schon auch weitergegangen ist oder größer geworden ist. Und es gibt auch Untersuchungen, dass viele Leute sagen, sie fühlen sich nicht ausreichend informiert, was wiederum dann damit zusammenhängt, dass genau die Leute sagen, dass man in anderen Untersuchungen sieht, Leute, die gut informiert waren, haben sich auch öfter impfen lassen. Das ist also ein riesengroßes Thema. Das ist in der COSMO-Studie ist das auch ermittelt worden. Das heißt, genau wie du sagst, Sisyphus, wir rollen immer wieder den Stein den Berg hoch und versuchen das. Ich habe ein langes Gespräch geführt mit einem Impfkritiker, kein Impfgegner. Da war auch noch ein Virologe dabei, das war im Deutschlandfunk. Und das war so ein moderiertes Gespräch und er hat Fragen gestellt, der Virologe hat geantwortet, ich als Journalistin habe geantwortet und das war ein ganz tolles Gespräch. Wir haben das nicht geführt, weil wir wollten, dass der Mensch sich dann impfen lässt. Das ist ja seine freie Entscheidung. Und dann trotzdem war es ein langes Gespräch, er hat ganz viele tolle Fragen gestellt und dann war die Stimmung so, dass alle dachten so, ja, am Ende. Jetzt hat er, weil das ist doch so klar, dass Impfen gut ist. So. Und dann sagt die Moderatorin auch so, ja, Herr, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie er heißt. Dann sagt er so, ja, nee, das war sehr interessant, mal so in Ihre Welt reinzugucken. Und ich bin wirklich, war richtig geschockt, weil ich meine, man hat es doch wirklich jetzt episch breit ausgeführt. Und er sagt, er macht da eine Welt auf. Ich war echt geschockt und das ist, glaube ich, schon das Problem, was wir haben. Ja. Das haben wir gehört, es ist in der Corona-Pandemie stärker geworden, gerade im Medizinbereich. Ich habe gelesen, dass sich falsche Informationen bis zu 6-mal schneller verbreiten als richtige Informationen. Wieso ist der Mensch dafür so empfänglich, Alex? Da kommen ganz viele Faktoren gleichzeitig zusammen, also psychologische Faktoren eigentlich. Das eine ist Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler auf Deutsch. Da geht es darum, das Gehirn ist einfach faul und wenn irgendwas kommt an Informationen, was in mein Weltbild passt, dann nehme ich das erstmal mit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir irgendwann mal alle auf irgendeine Fake News reinfallen, ist relativ hoch. Wir werden es nur nicht merken, wenn es eben in unser Weltbild passt. Dann gibt es nächsten Effekt, da geht es darum, dass ich, wenn ich eine Information irgendwann mehr als 30 Mal gehört habe, dann glaube ich sie beim 31. Mal. Also wenn man immer wieder mit dem gleichen Unsinn bespielt wird, dann ist es dann eben beim 31. Mal um ein Geschehen. Was wichtig ist, glaube ich, ist die Frage, wie kriegen wir denn den Berg gesprengt für Sisyphos? Also was hilft quasi wirklich, dass nicht Sisyphos immer wieder den Stein hochrollen muss? Und beim Bergsprengen müssen wir mal wirklich ein paar Sachen langsam anfangen, als Gesellschaft zu machen, weil sonst sieht es düster aus. Eine Sache ist zum Beispiel, als Korrektiv 2017 angefangen hat mit Fact-Checking, könnt ihr mal schätzen, Facebook hat 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, nur Facebook ohne WhatsApp und Instagram. Wie viele Fact-Checker gab es bei Korrektiv, die für den ganzen deutschen Österreich-Schweiz-Dachraum gefact-checkt haben? Richtig, 3. 3. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie viel der Desinformation jemals das Licht von einem von euch erblicken. Es sind heute ein paar mehr, muss man dazu sagen. Es ist jetzt auch die dpa, die mit Fact checkt. Aber es ist immer noch viel zu wenig, um diesem Ausmaß an Desinformation gerecht zu werden. Das wissen wir auch durch die Frances Haugen Leaks, die ja eine ganze Menge Daten mitgenommen hat als Facebook-Whistleblowerin, die letztes Jahr uns ein paar Dinge erzählt hat, die wir vorher noch nicht wussten oder nur geahnt haben. Und da sehen wir wirklich, dass diese ganze Frage, was auf diesen Plattformen passiert und dass sich die Plattformen herzlich wenig dafür interessieren und viel Greenwashing und Whitewashing betreiben, dass man da wirklich mal durchgreifen müsste. Und der Digital Services Act ist jetzt eingesetzt, das kommt auf europäischer Ebene, ist da sehr, sehr sanft. Da hätte man sich verschiedene Sachen überlegen können, wie zum Beispiel zu sagen, wenn es einen Pflegeschlüssel gibt auf einer Pflegestation, brauchst du vielleicht auch einen Fact-Checker-Schlüssel. Mhm. Und auf 100.000 Leute, die irgendwie bei Facebook unterwegs sind, habt wenigstens einen Fact-Checker oder sowas. Kommt aber alles nicht. Hat sich leider nicht durchgesetzt. Vielleicht, bevor wir jetzt weiter über die Lösungen sprechen, das zeichnet sich ja aus, dass du direkt konstruktiv wirst, noch eine kurze Frage zum Thema Ausmaß und Urheber von Fake News.
Diese Woche gab es einen vielbeachteten Thread auf Twitter zum Thema Desinformation von Markus Ewald. Da stand drin, dass Bots bei der Verbreitung keine wirklich messbare Rolle spielen oder nicht so groß, wie man gedacht hat. Das hat ihn selber und mich auch überrascht. Es gibt wohl sehr wenige Personen, die für sehr hohe Prozentanteile von Missinformationen zuständig sind und gar nicht so viele Bots. Sebastian, viel auf Twitter unterwegs. Hat dich das auch überrascht, diese Erkenntnis, oder hast du das auch so wahrgenommen? Nee, das ist ja eigentlich so eine Debatte, die schon länger gibt, dass einfach diese Social Bots in der Form nicht existieren. Oder man immer heißt, sie gibt's und dann fragt man immer, zeig mir mal einen und dann irgendwie findet man keinen. Und offenbar braucht es ja auch nicht. Also, weil man kann mit ein paar Leuten, was es ja gibt, sind dann irgendwie Leute, die das halt irgendwie händisch machen. Die reichen da offenbar. Also da sind ja genau die Faktoren, die ja schon angesprochen wurden, dass man ja auch gar nicht viel braucht, um irgendwie dann auch die falschen Sachen zu glauben. Also sagen, dass ich einfach, dass ich glaube, das, was ich glauben will. Und das ist ja, dann kann ich noch so viel irgendwie in der Tagesschau sagen, aber hier ist die Fact-Checking, wenn ich es aber sage, Korrektiv ist irgendwie von Bill Gates gekauft. Was soll ich denn da machen? Also was, jetzt bin ich schon wieder so destruktiv, aber da fällt mir wirklich wenig ein. Ich habe letztens, war ich in der Regionalbahn, machen wir jetzt ja alle, weil wir hier im 9-Euro-Ticket immer unterwegs sind. Und da waren zwei Männer, die haben sich unterhalten, natürlich ohne Maske. Und es war wie so eine Live-Mithören in so einer Telegram-Chat-Gruppe. Und es fing dann an mit, Corona gibt's nicht. Die Regierung versucht nur, das uns zu unterdrücken. Ukraine-Krieg gibt's nicht. Das sind alles alte Bilder aus 2008 und 2014. Ich habe kurz überlegt, soll ich mich jetzt ins Gespräch einklinken? Aber was soll ich sagen? Also dann fängt ja wirklich an so an, ja, gibt's, man könnte so erkenntnistheoretisch werden. Gibt es sie überhaupt? Sind sie vielleicht nur in der Matrix? Das hättest du mal machen müssen. Ja, das ist das Einzige, was noch funktionieren würde. Auch dazu gibt es Theorien. Also auf Telegram findet man alles. Ja. Aber darf ich kurz einhaken an der Stelle? Also der Knackpunkt bei Desinformation ist, dass sie in erster Linie ganz oft emotionalisiert. Und meistens oder sehr oft in eine negative Richtung. Das heißt, sie macht uns vielleicht wütend oder sie macht uns traurig. Sie provoziert genau solche Emotionen. Und dadurch ist man sehr schnell mit einem Kommentar darunter. Man ist sehr schnell mit einem Emoji, das man unter den Post setzt. Und damit trägt man zu dieser Verbreitung halt bei, indem andere Leute dann diesen Post halt auch angezeigt bekommen. Und da ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Der Ansatzpunkt ist halt auch bei uns selbst. Wenn wir Sachen liken, teilen und verbreiten, erstmal zu hinterfragen, woher konnte das kommen? Ich würde vielleicht gerne auch noch was ergänzen. auch wieder mit Blick auf die Corona-Krise ist es ja auch einfach so, dass das gerade zu Beginn war es ja auch total verwirrend. Also sollen wir jetzt Masken tragen oder nicht? Also das war ja erst so, keine Ahnung. Wir haben dann auch alle, wir haben total viel gelernt. Was ist dieser komische R-Wert und so weiter? Alles komisch. Und das ist ja auch kompliziert. Dann wird es mal so, dann wird es wieder zurückgenommen. Und dann muss man ja auch akzeptieren, dass Wissenschaft eben nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, du musst auch verstehen, dass das immer der Stand des besten Wissens ist, aber dass es natürlich sich auch ändern kann und dass eigentlich dass das Gute ist an Wissenschaft, dass sich durch neue Erkenntnisse, die eben wichtiger sind, das dann ja auch erneuert, dass man eben nicht krampfhaft an irgendwas Falschem festhält oder an einer Lösung, die noch nicht genau gut ist. Und das zu vermitteln, haben Wissenschaftsjournalisten auch viel versucht. Das ist eine Zeit gelungen, aber ich glaube, so zwischendurch dann irgendwann nicht mehr mit den ganzen Wellen und hin und her und also das wurde auch irgendwie unübersichtlich. Aber da muss man die Politik ja dann auch kritisieren. Also die ja. politischen Akteure. Ja, aber genau, aber weißt du, der Punkt, den ich eigentlich noch kurz machen wollte, ist, und dann kommen diese Fake News, diese schnellen Erklärungen und dann kann ich da hingehen, weil das befriedigt, ich bin ja unsicher. Und ich brauche irgendeine Antwort, ich muss mich ja irgendwie orientieren und dann kriege ich das. Und dann ist man wahrscheinlich auch eher, dass man denkt, okay, das ist ja totaler Schwachsinn da mit den Masken. Ich bin ein freier Mensch, was soll der Scheiß? Also ich glaube, das ist einfach je nachdem auch ein Schritt, der einfach passiert dann. Aber das ist dann, ich versuche es auch mal konstruktiv zu sein, wirklich an die politische Kommunikation ja auch gerichtet. Also dass man, das war ja zwischendurch einfach auch aus allen möglichen Gründen, teilweise Nichtwissen, teilweise parteipolitisches Kalkül, ja auch einfach wirklich sehr durcheinander. Und da kann man wirklich keinem übel nehmen, dass er irgendwann sagt, mir doch alles egal. Und da Ansätze zu haben, dass man versucht, irgendwie die Schritte, die man macht, auch die Unsicherheiten zu thematisieren und kommunizieren, was jetzt ja Robert Habeck irgendwie versucht und auch
schon relativ erfolgreich macht, ist vielleicht nicht das Schlechteste. Jetzt auch im Hinblick auf ganzen, weißt du noch mal besser, was jetzt da die ganzen Energiefragen, da wird es ja auch dann irgendwie kommen, dass da nochmal sich alle draufstürzen. Und da hilft dann wirklich nur genau zu erklären, was die Schritte sind, was die Unsicherheiten sind, wo man vielleicht Sachen noch nicht weiß und vielleicht auch, wo man sich dann umentscheidet und dann politische Aktionen ja ändert, aufgrund vielleicht einer geänderten Lage. Vielleicht kurz noch dazu, bevor wir dann die Lösungen nochmal vertiefen. Sarah, kannst du das bestätigen? Thema Energiekrise. Markus Ewald hat in seinem Thread gesagt, da kommen noch Dinge auf uns zu, die Querdenker heutzutage wie ein Kindergarten aussehen lassen, was jetzt eben durch die Inflation, durch die Energiekosten noch auf die Bevölkerung zukommt. Stellt ihr das jetzt schon fest, dass das gerade so hoch geht, die Fake News rund um Energie? Und hast du da jetzt schon Sorge, was da noch alles uns blüht? Also im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, dass was Deutschland beschäftigt, also so aus unserer Perspektive, was Deutschland beschäftigt, ist die Rente und die Spritpreise und die Energiepreise tatsächlich. Es ist aber noch sehr divers. Also in unserem Alltag kann man das quasi nicht ablesen, man kann das nicht abschätzen. Und ich bin da auch noch nicht so lange quasi im Job, um das richtig einschätzen zu können. Aber klar, da wo nicht Wissen ist, wächst Desinformation. Das ist eine ganz klare Voraussetzung. Und wenn eben das bei dem Thema so ist, dann kann das halt gut sein. Vielleicht als Ergänzung dazu. Ich habe mich ja in den letzten Jahren, hatte ich vorhin auch kurz gesagt, verstärkt mit so extremen Ausprägungen beschäftigt. Diese Leute, die sich auf den Tag X vorbereiten, da gibt es ganz verschiedene diffuse Szenarien und eins davon war immer so ein Blackout zum Beispiel auch, dass dann irgendwie, und da könnte auch ja Heizungsblackout sein oder kein Strom mehr da ist. Und auch, wir haben die dann Leute dann beobachtet, die dann ja, die teilweise ja auch dann Waffen und Munition und sowas sammeln und dann ihrer ja, rassistischen, rechtsextremen Ideologie basierend vielleicht auch diesen Tag X nutzen wollen, um dann bestimmte politische Änderungen, also Stichwort Putsch oder was es auch immer ist, zu machen. Und das ist ja immer so eine Gefahr, die waren jetzt erstaunlich, oder zum Glück, aber erstaunlich ruhig sozusagen in der Corona-Krise, weil es ja auch so was Umwälzendes ist, vielleicht was, das, was sie nicht so richtig voraussehen konnten. Aber das ist dann schon auch eine Gefahr, das ist da eine relativ kleine Anzahl insgesamt, aber sozusagen ja teilweise auch sogar sehr gut ausgebildet und aus der Bundeswehr und Polizei kommt und so, dass die dann so eine Situation auch nochmal ja, sagen, wir haben es doch die ganze Zeit schon vorhergesagt und jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt gekommen, dieser Tag X. Also das ist sowas, was man so aus so einer sicherheitspolitischen Richtung auch durchaus im Blick haben muss. Ja, wir sind schon dabei, Lösungen zu sammeln. Alex hat schon gesagt, wir brauchen mehr Fact-Checker, wir brauchen vielleicht eine bessere Kommunikation in der Politik. Ich will mal einen Anglizismus noch in den Raum werfen, den ich jetzt selber kennengelernt habe. Pre-Bunking statt Debunking, also vor der Welle an Desinformation zu sein, bevor man der Welle an Desinformation hinterher rennt. Und da soll es wohl ganz wichtig sein, dass Multiplikatoren eben geprebunked werden, also vorab quasi ausreichend informiert werden und dann in Stammtischen, Kegelclubs, Kantinen überall hineinwirken, habe ich gelesen, um wirklich grassroot, also an der Wurzel als Multiplikatoren zu wirken und den Leuten eben rechtzeitig diese Informationen zu bringen, damit sie nicht von der Welle überrollt werden. Hast du über Pre-Bunking schon was gelesen, Alex? Kannst du dazu was sagen? Ich glaube, das beste Pre-Bunking wäre, dass das Bildungssystem mal endlich darauf reagieren würde, wie wir es in anderen Ländern sehen und schon längst da gemacht wird. Also um die Medienbildung im Land ist es furchtbar bestellt. Wir haben so viele Nachrichten von verzweifelten Direktorinnen und Direktoren und Lehrerinnen und Lehrern bekommen, die sagen, wir sind völlig überfordert. Wir wissen auch nicht, wie ein Algorithmus funktioniert. Erklärt uns aber auch keiner. Jetzt sollen wir es irgendwie in der Schule auch noch erklären. Querschnittsaufgabe macht alles keinen Sinn. So funktioniert nicht. Was müsste man machen? Es gibt zwei Bundesländer, die haben Medienkunde als Schulfach eingeführt. Thüringen und MacPom, wenn ich mich nicht irre. Und machen damit gute Erfahrung, weil es braucht ausgebildete Fachkräfte, die das unterrichten. Es hilft nicht, wenn ich Mitte 50 bin und Geschichte unterrichte, dann nochmal irgendwie was zu Social Bots und Cybermobbing in die Klasse zu geben oder wenn das von mir erwartet wird, würde mich überfordern. Das heißt, im Idealfall gibt es ausgebildete Medienpädagoginnen und Pädagogen, die an die Schulen gehen. Und nicht nur wie in diesen Projekten wie Journalismus macht Schule, wo dann irgendwie mal eine Stunde Ingo Zamperoni in die Klasse winkt, aber dann ist es auch wieder vorbei. Also, aber immerhin, er macht es. Immerhin besser als gar nicht. Ja. Klar, eins ist auch besser als null, aber ja, okay. 15 wäre noch viel besser als null. Und da sind wir einfach in Deutschland sehr, sehr langsam. Zum Beispiel Dänemark, haben 100% aller Schulen haben WLAN. In Deutschland sind es 24%. Also wir haben nicht mal die Infrastruktur geschafft hinzulegen, geschweige denn uns mit den Inhalten wirklich auseinanderzusetzen. Dann Pre-Bunking könnte auch sein,
gibt es in Frankreich zum Beispiel, gibt es ganz viele Fact-Checking-Sendungen, also wo man mal den älteren Herrschaften auf dem Öffentlich-Rechtlichen, wo sowieso der Durchschnittszuschauer 70 plus ist, mal irgendeine lustige Fact-Checking-Sendung von mir aus mit Florian Silbereisen einschenkt und sagt, wir machen mal eine Stunde, beschäftigen wir uns mit Medien. Das funktioniert in Frankreich relativ gut, aber... So, das wäre die zweite Möglichkeit. Das dritte, was die Plattform machen könnten, wäre auch eine Form von Pre-Banking, wäre, was Twitter zum Beispiel manchmal macht. Wenn ich was ungelesen versuche zu teilen, dann sagt Twitter, stopp mal, hast du das ja überhaupt angeguckt? Das müsste Facebook auch machen. Macht aber Facebook nicht, macht auch Instagram nicht. Twitter macht es auch nur ab und zu. Aber solche Dinge, da wo die Leute wirklich unterwegs sind, an den Orten mal irgendwie den Finger zu heben und zu sagen, willst du nicht nochmal drüber nachdenken, ob das Sinn macht, was du da gerade machst? Also ein bisschen Nudging, sagt man in der Psychologie. Mhm. Das wären, glaube ich, erfolgversprechendere Ansätze, weil sonst, es gibt so ganz viele Buden, die verkaufen dir irgendwie zu sagen, ich kann Desinformation vorhersehen anhand irgendwelche Netzwerkanalysen. Das ist alles ziemlicher Kokolores eigentlich. Und auch diese ganze Social-Bot-Geschichte, kommt von so einem Kokolores-Verein, die gesagt haben, alles, was mehr als 50 Mal am Tag tweetet, ist ein Bot. Und dann ist automatisch, keine Ahnung, Peter Altmaier und Spiegel Online und wie sie alle heißen und Sascha Lobo sind alles irgendwie Bots. Und dann kam diese Bot-Diskussion kam so in die Welt, weil dahinter einfach eine Firma saß, Botswatch heißt die, die einfach Leuten diese Analysen verkauft hat. So, und schon haben wir irgendwie 3 Jahre über Social Bots gesprochen, statt uns mit den eigentlichen Problemen auseinanderzusetzen. Da sind wirklicherweise, muss man da auch Journalisten mal in die Pflicht nehmen, die darüber nämlich ständig geschrieben haben, statt sich mal irgendwie damit auseinanderzusetzen, was steckt hinter diesem Phänomen. Also Journalismus ist Teil des Problems und Teil der Lösung. Das muss man auch mal ganz klar benennen in der großen, ein Satz noch in der großen Desinfo-Studie, die wir zur Bundestagswahl 2017 gemacht haben und gemessen haben, wie viel Desinformation waren damals im Wahlkampf unterwegs, sind alle großen Desinfo-Kampagnen durch Journalismus entstanden. Durch Journalismus, der nicht genau hingeschaut hat, der Dinge einfach abgeschrieben hat, der nicht ordentlich recherchiert hat. Also Dinge werden eigentlich immer erst groß, wenn es in den Medien schief geht. In den Social-Media-Kanälen ist das alles so fragmentiert, dass es gar nicht die Reichweiten erlangt, normalerweise. Die paar Verrückten nimmt man natürlich trotzdem immer mit, aber große gesellschaftlich erfolgreiche Desinformation haben wir eigentlich nur, wenn Medien versagen. Und ist denn Nicola hatte sich gemeldet. Genau, ich habe ein paar Mal verteidigt geguckt. Der Journalismus macht Schule vielleicht. Genau, ich verteidige den Journalismus macht Schule. Und zwar, weil ich glaube, dass wir Journalisten da eine extrem wichtige Aufgabe haben. Zum einen, wie du genau sagst, dass man eben nicht das einfach weiterträgt, was eben nicht stimmt. Gelingt nicht immer. Und ja, es ist eine große Aufgabe, das irgendwie besser zu machen. Wo man einfach auch ein Bewusstsein schaffen muss, was in Teilen da schon auch da ist, denke ich. Und dieses Journalismus macht Schule ist wirklich mittlerweile ziemlich groß und eben nicht nur Herrn Zamparoni, sondern es gibt viele Initiativen, die das machen, die in Schulen gehen. Und ihr werdet euch denken, wenn ich das so verteidige, mache ich das auch. ich habe das Glück, dass ich sogar ein Projekt machen konnte, wo es um Medienkompetenztraining geht für 8. Klassen im Bereich der Naturwissenschaften. Warum ausgerechnet in Naturwissenschaften? Weil genau da Klimawandel, jetzt Corona, weil da einfach ganz viele Sachen auch von Experten oder eben Pseudo-Experten erzählt werden oder auch mit Studien, die eben gar keine sind. Und das Interessante ist, dass wir da auch mit den Lehrern gesprochen haben, wie du auch erzählst, und die haben auch gesagt, also auch in den Kolloquien steht dann drin, Chemie, Physik, Mathe, was die da auch vermitteln sollen, da steht das auch drin, dass da auch Medienkompetenztraining gemacht werden soll. Und die Lehrer sagen uns aber, wir sind ja froh, wenn wir unseren normalen Stoff vermitteln können. Wie sollen wir da noch Medienkompetenztraining machen? Und in diesem Projekt, wo ich mitarbeite, haben wir eben auch so Workshops entwickelt und haben da Unterstützung bekommen von Ralf Kaspers von Wissen macht A. Und es gibt 2 Filme, wo wir zum Beispiel erklären, was ist eine Studie, wie erkenne ich einen Experten? So, und das natürlich sind das auch, wie du schon sagst, so einzelne Dinge, aber ich glaube, es muss einfach viel mehr geben davon und es gibt auch immer mehr Journalisten, die da mitmachen, was ich total cool finde. Für mich persönlich als Journalistin und auch für unser Projekt MedWatch überlege ich schon sehr lange, wie man solche Berichte, auch die debunken sollen, besser macht. Also klar, man soll natürlich den Fake nicht nach vorne schreiben. Wir schreiben über das hier, Impfen macht unfruchtbar. Dann machst du den Text und schreibst dann natürlich, warum das nicht so ist und so weiter und auch nach diesen Vorgaben, wie man das gut debunkt. Und dann hast du so ein Telefonat oder so ein Gespräch mit dem Menschen, der das dann abnickt und sagt, ja, habe ich jetzt in deine Welt geguckt. Oder es gibt Studien, die sagen, wenn man es klassisch so debunkt, auch nach
Vorschrift, eben im besten Wissen und Gewissen, kommst du überhaupt nicht an die Leute ran, weil die ganz oft sagen, und ich habe nachher auch gedacht, wie bin ich irre, ich schreibe da die Seite voll mit irgendwelchen Texten pro Impfen und auch hängen die ganzen Fakten dran, weil ich bin natürlich auch total überzeugt davon, dass es funktioniert. Und die Leute denken nur so, was ist das für eine arrogante Kuh? Ja, die wollen das doch gar nicht wissen, weil warum lassen die sich nicht impfen? Die haben ja nicht das Problem, dass sie das vielleicht nicht verstehen, sondern die haben ja irgendein anderes Problem. Und das wird dann meins, weil wie soll ich das als Journalistin wissen? Und ich kann nicht mit jedem einzelnen Kaffee trinken gehen. Und das ist mein Punkt, wo ich rumgrübel, wie können wir den Journalismus in dem Punkt besser machen? Ich habe noch keine Idee, wenn es jemandem irgendwie einfällt, weil ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Und ich weigere mich, das ist dann so das Ende, dann höre ich auch auf. In diesen Diskussionen kommt dann immer, ja, manche Leute erreicht man nicht mehr. Ja. Und das finde ich scheiße, weil ich glaube das nicht. Und das, ich finde, da macht man sich's zu leicht, wenn man dann einfach sagt, ja, fertig. Ganz viele sitzen ja auf dem Zaun und wissen eben nicht, soll ich nicht mich impfen lassen, so. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir so irgendwie aufklären, informieren, arbeiten, dass sie es auf die richtige Seite hüpfen. Klar, manche machen das nicht, aber ich finde einfach nur zu sagen, ist halt so, macht es zu leicht. Ich würde auch gerne noch eine Sache ergänzen, was die Rolle der Medien angeht, weil ich glaube, versagt ist gar nicht mal bei allen Fällen das richtige Wort. Also ich glaube, manche Medien sind wirklich Teil des Problems, indem sie auch, also positiv um den Debattenraum so weit aufmachen, vielleicht realistischer formuliert False Balance mitmachen, damit da ja auch am Anfang sehr stark Experten groß gemacht wurden, die einfach Quatsch erzählen. Und ich glaube, das wissen die Leute. Entweder sie wissen es oder sie wussten es nicht, da haben sie ihren Job auch nicht richtig gemacht. Und wenn man jetzt sieht, was aus teilweise den Leuten geworden ist, sozusagen die am Anfang groß gemacht wurden und die dann wirklich ja komplett abgedriftet sind, und es gibt verschiedene Medien, die meisten problematischen haben so 4 Buchstaben, die auf verschiedene Motivationen her ja wirklich das aktiv machen, die da Leserschaft generieren, die Plus-Abos verkaufen mit Sachen, die eben nicht evidenzbasiert sind, sondern die auch bestimmte Querdenken-Ideologien irgendwie auf eine vermeintlich journalistische Art transportieren. Und das ist ja Teil des Problems auf jeden Fall. Ich hatte angekündigt, dass wir das auch öffnen, das Podium für Fragen aus dem Publikum. Hier stünden 2 Mikrofone rechts und links. Sehe ich denn Hände? Möchte jemand am Mikrofon eine Frage stellen? Ist ja immer eine gewisse Überwindung, dann hier nach vorne zu kommen. Aber wunderbar. Bitte einfach mal kurz sagen, wer Sie sind und an wen die Frage geht. Ich hoffe, das Mikro ist an. Ja, ich bin Frederik. Ich habe eine Frage. Das Thema Wohlstandsverwahrlosung hatten wir jetzt noch gar nicht gehabt. Gerade jetzt, was den medizinischen Bereich auch angeht, also krasse Homöopathie oder sowas oder auch das Impfen. Ich bin jetzt 88er Jahrgang. Ich habe noch keinen Krieg direkt gesehen. Ich habe noch keine schlimmen Krankheiten gesehen. Polio ist nicht mehr meine Generation gewesen. Was spielt da die Rolle? Also gerade solche Sachen, dass halt so richtiges Leid gar nicht mehr bekannt ist, gerade jetzt bei Corona, und dass man sich einfach irgendwie die Vorstellungskraft fehlt. Ja, das ist das große Problem für die Impfung, weil Impfungen einfach sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolgs sind. Wie du schon sagst, es gibt kaum noch jemanden, der weiß, wie jemand aussieht, der Kinderlähmung hat, weil die Impfungen einfach so gut funktionieren. Und es gibt auch wenig Menschen, die gesehen haben, was passiert, wenn du dich nicht gegen Masern impfen lässt. Und das ist natürlich ein großes Problem in dem Fall. Aber auch da dann wieder, wie löst man das? Dann fängst du dann an, dann zu zeigen, wie schlimm das ist. Das finde ich auch schwierig. Aber ja, das muss man immer mitdenken. Nach vorne. Ist ja auch beim Ukraine-Krieg vielleicht das gleiche Thema. Also weil es ja auch jetzt angesprochen wurde, gibt es den Krieg überhaupt? Ist ja auch das ist schon eine Art der Verwahrlosung, solche Sachen in die Welt zu setzen. Und auch bei den, es gab ja die Serie Charité, wo das Leid in den Stationen gezeigt wurde, aber ich glaube, die Leute, die man damit erreichen will, die werden das nicht schauen oder werden sich da Geschichten dazu ausdenken. Mhm. Kann da noch jemand was zu sagen, Thema Ukraine-Krieg? Also ich kann nur dazu sagen, dass es halt wirklich viel mit Medienvertrauen zu tun hat. Und wenn jemand eben alles anzweifelt, worüber Medien berichten, dann ist es sehr, sehr schwer, da ranzukommen. Und
Ich weiß, dass wir dazu viele, also auch wir bekommen viele Lesermails von Leuten, die quasi irgendwo auch um Hilfe rufen und halt sagen, was soll ich machen? Wir hatten auch E-Mails von Lehrern in der Pandemie, wir hatten aber eben auch jetzt eben im Zuge des Krieges Zuschriften und die Leute fragen natürlich, was kann ich tun? Meine Ehefrau, mein Ehemann oder mein Kind glaubt jetzt auf einmal diese Sachen. Und es fällt mir schwer, selbst darauf eine Antwort zu geben, weil die Antwort ist, bleiben Sie im Dialog und versuchen Sie einfach, die Person wieder zurückzuholen, weil Faktenchecker wie wir können das nicht. Diese Leute sind quasi zu weit weg, weil sie alles in Frage stellen und nichts mehr glauben von dem, was gesagt wird. Und genau da kommt eben dieser persönliche Kontakt ins Spiel, wo ich davon überzeugt bin, dass das wirklich eine sehr kollektive Aufgabe ist, sich auch den Desinformationen zu stellen, die man eben in den Familien auch macht, in den Sozialhilfen macht, die man eben wirklich im täglichen Kontakt mit engen Vertrauten macht, weil das eine viel, viel größere Wirkung hat, als wenn eine fremde Person zu Ihnen sagt, Sie müssen jetzt hier das und das glauben, weil hier sind die Informationen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir schon zur Schlussrunde. Ich möchte alle vier fragen, wenn ihr jetzt eine Möglichkeit hättet, was sofort gegen Fake News getan werden kann. Vielleicht jeder Einzelne oder was auch politisch, wirtschaftlich getan werden könnte. Ihr habt eine Sache, die ihr sofort umsetzen könnt. Was wäre das, Alex? Ja, ich halte nicht so viel von so einer Maßnahme oder alles ist gut. Das gibt es sowieso nicht. Nein, aber... Ich will noch was die Komplexität herstellen trotzdem zu dem Thema. Gibt Menschen, die sitzen irgendwo auf dem Dorf, da ist der letzte Briefkasten abgeschraubt, der letzte Supermarkt hat zugemacht und sonst findet da auch nicht mehr viel statt. So, warum erwarten wir jetzt von denen, dass die ein super Vertrauen in die Demokratie und in die Medien haben, wo die Medien vielleicht zu selten darüber schreiben, was in dem Dorf passiert und wo die Demokratie sich im Zeitalter des Zurückziehens von demokratischen Institutionen auch nicht mehr so richtig um die kümmert. Also es gibt einen guten Teil der Gesellschaft, die haben gute Gründe dafür, nicht zu vertrauen. Und Demokratie funktioniert aber nur über Vertrauen. Und darüber müssen wir uns, glaube ich, zunehmend als Gesellschaft Gedanken machen, wie wir wirklich für alle Menschen da draußen ein politisches Angebot auf der einen Seite haben und aber auch ein mediales Angebot. Und ich glaube, dann löst sich das ein oder andere Problem vielleicht von selber. Weil wenn wir in die skandinavischen Länder gucken, das sind gleichere Gesellschaften, wo mehr Leute partizipieren können an Demokratie und an Wohlstand. Da gibt es weniger Corona-Leugner. Also man muss, glaube ich, zu dem Thema größere holistische Bahnen denken und kann nicht auf der Informationsebene bleiben, weil da liegen ganz viele Dinge dahinter. Deswegen keine eine Erlösung, die alles was bringt, sondern eher eine große Denkaufgabe. Ja, Nicola, ich meine auch nicht die eine Erlösung, sondern der erste Schritt, der dir am wichtigsten wäre. Also das große Ziel unterschreibe ich natürlich komplett. Als Journalistin und mit meinem Projekt, glaube ich, wäre es super, wenn man tatsächlich aufhört, gegen die schlechten Informationen allein zu kämpfen, sondern man muss die Guten stärken. Man muss das, was sozusagen das Richtige ist, also was die Evidenzbasierung in dem Fall hat, in meinem Bereich, das muss viel besser überall ankommen. Und es gibt kleinere Effekte, die es so in den letzten 2-3 Jahren gab, die ich interessant finde. Also das ist noch nicht beendet damit. Aber es gibt ja wirklich auch so große Portale, die wirklich schlechte Gesundheitsinformationen anbieten. Da ist dann mal ein Artikel gut und der Rest ist eben dann schadhaft im Sinne von, dass die Leute teilweise sogar dann sich nicht mehr richtig behandeln lassen und eben Krebs haben und dann lieber irgendwie Gurkenwasser trinken oder so. Und da hat dann tatsächlich Facebook auch was gemacht und Google. Das ist, jetzt sind ja diese Faktoren Your Money, Your Life und da haben die ein bisschen was gedreht im Sinne von, dass da manche Punkte irgendwie wichtiger wurden. Also die lassen sich ja nie so ganz in die Karten gucken und das hat dazu geführt, dass diese Portale, die also diese schlechten Gesundheitsinformationen haben, zwar weiterhin existieren, aber nicht mehr so gut ausgespielt werden. Und Gesundheitsinformation.de, was wirklich die Seite ist mit den besten Gesundheitsinformationen, evidenzbasiert, hat dadurch einen Push bekommen.
Und das, sowas meine ich. Also das ist ja auch dann eine Kleinigkeit, also ein kleines Ding, nachdem du gefragt hast. Und das würde ich mir mehr wünschen. Also dass gute Gesundheitsinformationen auch eben durch die Plattformen, die einfach extrem wichtig und mächtig sind, da ja einen besseren Stand bekommen. Vielen Dank, Sarah. Dein kleines Ding, was du angehen würdest? Tja, wie du schon gesagt hast, es ist tatsächlich, Desinformation ist ein sehr unsexy Thema, weil man es eben nicht mit einer Lösung lösen kann. Sicherlich bin ich schon auch ein starker Vertreter dafür, die Medientransparenz, also die Transparenz in der Berichterstattung von größeren Medienhäusern zu stärken. Also zum Beispiel T-Online war so eine der Marken, die halt dann den Quellenapparat unten dran gepackt hatte. Und mittlerweile machen das halt wirklich viele, viele Medien, dass sie eben ihre Quellen halt transparent machen, nochmal verlinken. Das sind so Sachen, da können wir als Journalisten erstmal auf jeden Fall handeln. Bei Korrektiv machen wir das immer sehr exzessiv und haben sehr viele Quellen drin. Ja. Und das ist ein Schritt. Und ansonsten eben wirklich reden. Immer im Dialog bleiben. Ja, Transparenz. Sarah hatte am Ende ihrer Reporter-Slam-Präsentation auch alle Quellen aufgeführt. Das haben wir auch selten beim Slam gesehen. Sebastian, du hast das Schlusswort, dein Rezept. Besser als Franziska Giffey an dieser Stelle. Ja. Dein wichtigstes Rezept. Nee, also ich hätte jetzt eigentlich an die Politik sozusagen nochmal kleine Sachen. Das eine ist gemeinnütziger Journalismus, der im Koalitionsvertrag steht, dass auch die das machen wollen und eben kein Geld verdienen wollen mit dem Journalismus und einfach guten Journalismus machen wollen, dass sie es machen können. Dann ein bisschen größerer Punkt, aber ich glaube, dass auch da eine Evidenz, wenn man sagt, man will halt faktenbasierte Sachen machen, könnte man Homöopathie zum Beispiel streichen als Kassenleistung, dass man einfach mal Grenzen setzt, wo man irgendwie sagt, Heilpraktiker wäre so ein zweiter Beispiel, wo man sagt, das ist halt irgendwie nicht mehr faktenbasiert, dass man sozusagen in der Gesellschaft auch das ein bisschen definiert. Und konkreter an alle, die jetzt hier sitzen, die das anhören, die irgendwie gute Zeitungen abonniert haben und immer schön öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen und hören. Ich glaube, das, was helfen würde, ist immer den anderen das auch mitzuteilen, dass man halt sagt, wenn du dich informieren willst, dann mach doch ein Taz-Abo oder meinetwegen auch meinetwegen auch Süddeutsche oder so. Oder schau doch mal, wenn du was unsicher bist, dann geh doch mal hier zum Faktencheck von Korrektiv oder wenn du zu Gesundheitssachen was wissen willst, geh doch zum MedWatch. Dass man das halt im Prinzip dann auch im Alltag so ein bisschen Werbung macht für die Sachen, wo man rausgefunden hat, die halt irgendwie gute Angebote machen, die eben keine Desinformation sind, sondern immer versuchen, nach bestem Wissen, Gewissen mit gutem Handwerk der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen. Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Ich darf nur noch ganz viel Dank anfügen zum Schluss an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Danke an das ganze Team vom Futurium. Danke an das Compact-Team und Auvisein für die technische Unterstützung. Danke an das wunderbare Team Christoph Herms, Andi Weiland und Paulina Metscher. Und danke an natürlich alle AkteurInnen hier auf der Bühne. Das war sehr erkenntnisreich und hat großen Spaß gemacht. Und viel Erfolg beim gemeinsamen Kampf gegen Fake News. Danke ans Publikum. Musik!